eine geschriebene, die Buchgeschichte, die auch nicht nichts ist. Ne? Und wenn ich die Leute sterben jetzt sehe oder spüre, die Älteren, ich habe schon, seit ich hier bin, doch ein paar von den Ureinwohnern, die nach von der russischen Revolution kamen oder die da und da, dann denke ich immer, Mensch, es ist doch schade, dass ich nicht hingegangen bin und mir ihre Geschichten habe erzählen lassen. In 10 Jahren wird von denen niemand mehr da sein. Da gibt es dann nur noch diese neuen Leute, die überhaupt nicht mehr wissen, was Natur ist, die alles, was Obstbaum ist, sofort ausreißen und dann irgend so ein Zierzeug hinzausen und für jedes kleinste Ding eine Maschine haben und die überhaupt nicht mehr wissen, was Handarbeit ist, die dann als Ausgleich für ihr Computerleben dann Rollerskater oder Mountainbike machen. Das ist so durch die Wälder brausen und alle Wege zerstören, alle Bildskulturen vernichten. Sicher ist es auch übertrieben, was ich sagte. Unter denen ist einer, der aufmerksam ist und sofort denkt man, ach, was bin ich für ein Arsch, was sind das für Vorurteile, die ich habe. Und dann ist man eine Stunde ganz erleichtert, ohne Vorurteile gegen die gegenwärtige Menschheit zu sein.